weil sie es auch so korrekt machen wollen. Vielleicht machen sie damit auch so einen Fehler und produzieren fast so Dinge, die sie eigentlich nicht wollten. Das ist einfach so ein großes Tohuwabohu des Scheiterns eigentlich. Hinweise auf einen möglichen Terroranschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie versetzen die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft und lösen im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung eine Kette von Ereignissen aus. Der LKA-Mann Gabriel Bach und die BKA-Beamtin Holly Valentin rekrutieren aus der Not heraus einen afghanischen Aushilfslehrer, der für sie als Informant arbeiten soll. Ich soll für euch spitzeln bei den Dealern? Die Hauptrolle in der sechsteiligen Serie Informant – Angst über der Stadt spielt Jürgen Vogel. In der Hamburger Elbphilharmonie haben wir ihn zum Interview getroffen. Hallo Jürgen, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal erzählen, was hat dich besonders daran gereizt, den Gabriel Bach in der Serie zu spielen? Ja, also ich habe ja als ich die Drehbücher gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist ja wahnsinnig gut geschrieben. Also es waren einfach wirklich tolle, tolle Drehbücher. Und für mich hat sich das erschlossen. Also es ist einfach eine sauspannende Figur und auch die ganze Geschichte generell ist einfach sehr, sehr toll erzählt, sehr spannend. Es ist ja eine sehr gebrochene Figur, ne? Also es ist jemand, der eigentlich schon am Ende seiner Karriere steht mit einer Kollegin, die am Anfang ihrer Karriere steht. Also dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden verschiedenen Lebenswegen, so der eine ist eigentlich schon am Ende und hat eigentlich auch keinen richtigen Bock mehr, ist desillusioniert und sie ist total, also noch glaubt noch an Werte und glaubt daran, das war irgendwie super interessant geschrieben, das Spiel zwischen den beiden auch und so. Also mich hat das alles, die gesamte Geschichte generell, worum es da geht, thematisch, aber es ist ja eigentlich auch so ein bisschen eine Metapher über Dinge, wie man mit Angst und Panik umgeht, was dann entsteht, so sozusagen auch mit so einer Gewaltspirale und was das so macht, wenn man Angst hat und falsche Entscheidungen vielleicht trifft oder so. Was produziert das eigentlich so? Fand ich sehr, sehr interessant. Genau, was würdest du sagen, ist vielleicht so das Besondere an der Serie, wie sie an das Thema Terror und eben Angst, Gewalt herangeht? Ich würde das gar nicht so rausheben, dass das jetzt das Besondere an der Serie ist. An sich ist diese Geschichte, wie sie gezeichnet und erzählt ist, psychologisch einfach sau interessant, weil das einfach Geschichten von Menschen sind, die alle scheitern in gewisser Weise mit dem, was sie wollen, was sie wollten, wovor sie sich schützen wollten und so. Und vielleicht, weil sie es auch so korrekt machen wollen, vielleicht machen sie damit auch so einen Fehler und produzieren fast so Dinge, die sie eigentlich nicht wollten. Das ist einfach so ein großes Tohuwabohu des Scheiterns eigentlich. Wenn es denn zu einem Anschlag kommen sollte, dann stellt sich die Frage, wo wird der stattfinden? Er will, dass ich eine Bombe lege! Checkst du das, Mann? Die Situation war unübersichtlich. Sei nicht naiv. Du kannst nicht einfach aussteigen. Das Thema Terror ist ja auch sehr komplex. Also in unserer Welt, wir haben immer mehr, sage ich mal, auch Desinformation, Fake News. Wir haben Instrumentalisierung von bestimmten Sachen. Wie nimmst du selber, sage ich mal, so diese ganze Komplexität wahr, wenn jetzt auch ein Terroranschlag passiert und was dann so an Reaktionen kommt? Also was ist so dein Gefühl, wie das gerade so aufgenommen wird? Ja, das ist natürlich grausam. Also natürlich ist es furchtbar und auch angsteinjagend, was passiert oder so, aber der Fokus sozusagen, den wir haben, ist ja nicht, wie wir das verhindern können, sondern wir versuchen ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nichts strukturell daran zu ändern, was zum Beispiel Integration bedeutet, wie man Leute zur Arbeit bringt oder wie man Stellen schafft sozusagen, Leute beschäftigt eben. So integriert heißt integrieren eben und nicht in Kanistern, Containern zu packen und es gibt ja Leute, die sind hoch ausgebildet, aber da sind die Sachen nicht anerkannt. Die arbeiten hier als, weiß ich nicht, Müllmänner oder so. Und nichts gegen Müllmänner, aber sind eigentlich Ärzte oder Chirurgen. Also, und das wissen wir schon seit ganz langer Zeit, seit 30 Jahren gibt es diese Problematik sozusagen. Und damit haben wir halt so ein Riesenloch gerissen und Leute im Grunde genommen überhaupt nicht integriert in diese Gesellschaft. Und sind immer so, am Ende der Kette wollen wir etwas tun und so ganz stark und ganz streng sein. Und keiner denkt aber vorher darüber nach, wie man eigentlich schon ganz am Anfang Dinge verhindert. Das können wir jetzt auch, das Thema ist ja
verlagerbar. Sagen wir, nehmen wir mal Bildungsthema. Ist genau das gleiche grundsätzliche System. Wir wissen, dass seit 30 Jahren diskutieren wir es in der Öffentlichkeit. Bildung muss anders werden. Nichts hat sich verändert. Ja, und wir wundern uns, dass wir kaum Leute haben, die einen guten Bildungsabschluss haben. Das Niveau der Bildung ist katastrophal in Deutschland eigentlich. Ich habe ja selber ganz viele Kinder in Schulen. Meistens suchst du dir besondere Schulen, andere Schulen, teilweise Privatschulen, um das auszugleichen, was man in den 30 Jahren zwar immer diskutiert, aber noch nie irgendetwas geändert hat am Bildungssystem. Das Bildungssystem ist komplett veraltet. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber am Schluss, nach hinten, müssen wir es bezahlen dafür. Wir haben ganz viele Lehrstellen, die nicht vergeben werden. Wir haben eigentlich Kinder, die keine gute Ausbildung haben, zum größten Teil. Wir müssen uns eigentlich Fachpersonal aus dem Ausland holen, weil wir das nicht mehr schaffen, in unserem eigenen Land die Leute so zu bilden, dass sie Posten übernehmen können in unserem Land. Das ist absurd. Und das wissen wir aber auch schon viel, viel länger. Aber wir lassen das geschehen und arbeiten dann mit der Zerstörung dessen, was da ist, und dann wird es eben gefährlich. Weil dann holen sich eben die sozusagen das Fähnchen so in die Hand, die einfachen Lösungen zu haben zu scheinen, aber auch ja keinen wirklichen Plan haben. Es waren gerade Nachrichten aus Ihrer Zeit als verdeckter Ermittler, oder? Sie waren plötzlich ein anderer. Ich verpiss dich! Mit dir stimmt doch was nicht! Und Sie sind auf dem Weg nach unten. Ich werde Ihnen dahin nicht folgen, haben wir uns verstanden. Mit Matthias Glasner, also dem Autor und Regisseur, hast du ja auch schon mehrfach zusammengearbeitet. Was würdest du sagen, was zeichnet so seine Art, Dinge zu inszenieren, aus? Ja, dass es halt nicht nur 1:1 ist, das steckt auch immer noch viel anderes dahinter. Also im Grunde genommen kann man viele Dinge, die wir erzählen, thematisch auch übertragen auf andere Sachen. Es ist oft ein strukturelles Problem oder Problem von Menschlichkeit und dass wir eben auch Fehler machen. Wir wollen eigentlich immer alles richtig machen und machen dadurch auch ganz vieles falsch, eben so auf eine Art. Aber wir erzählen oft Geschichten vom Scheitern eigentlich in vielen Filmen, weil das so menschlich ist, auch Dinge nicht zu schaffen und nicht zu können. Und da fühlen wir uns auch so ein bisschen, ja, selbst gesehen, indem man nicht so tut, als wären wir die Helden sozusagen, wie wir sie gerne natürlich wären alle, aber wie wir es eben nicht können. Und als Schauspieler, also drehst du natürlich an ganz vielen verschiedenen Locations, aber wie war es für dich jetzt hier konkret in der Elbphilharmonie zu drehen? Ja, super. Ich hatte ehrlich gesagt vorher gar keine Möglichkeit oder so, auch aus Zeit natürlich, Zeitproblem, da mal in der Elbphilharmonie zu sein. Das ist natürlich schon ein gigantisches Bauwerk, ne? Und ich war super glücklich, dass wir hier drehen konnten, weil es ja auch so ein Wahrzeichen ist von Hamburg. Und deswegen auch für die Story natürlich total wichtig, dass wir auch so was Großes, Besonderes haben und dass sie uns hier haben drehen lassen. Und es war auch schön. Also wir hatten ja auch so Konzertsituationen, wo ich sagen muss, das war auch sogar, mich sogar richtig mit reingezogen, ne, die Musik. Es war toll. Also war wirklich toll, hier zu drehen. Genau, und du hast ja auch so ein paar, sag ich mal, so Action-Szenen oder sehr physische Szenen. Wie war das so für dich? Ja, das gehört ja zu unserem Job dazu. Wir wollen ja, wenn wir so Beamte spielen, die sowas machen, müssen wir auch wissen, wie ein Zugriff ist oder eben auch, wie man eine Waffe zieht oder benutzt oder so. Das gehört schon. Das ist natürlich etwas, was mir auch wichtig ist, dass man das nicht so macht, dass die Leute alle sagen, oh Gott, das ist ja alles totaler Quatsch, was die da machen. Insofern, da bin ich ja schon gut vorbereitet. Was willst du machen? Ihn auffliegen lassen?